Wandel der Zeit. Ganz gleich, welche Unterstützung Sie benötigen, wir sind für Sie da. Unsere Leistungen sind hochwertig und genau auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten. Dabei ist Ihre Zufriedenheit der Maßstab unseres Handelns und unseres Erfolgs. Unser soziales Netzwerk bietet eine breite Palette an Dienstleistungen. Unser ambulantes Team besucht Sie in Ihren eigenen vier Wänden oder betreut Sie im Wohn mit Service. Wer rund um die Uhr Pflege benötigt, findet in einem der Schau-ins-Landhäuser ein Zuhause mit Wohlfühlcharakter. Gemütlich gestaltete Plätze laden zum Verweilen ein und bieten Gelegenheiten, neue Bekanntschaften zu schließen. In Würde altern ist für uns nicht nur ein Satz, sondern eine Lebenseinstellung. Weil manchmal ein Lächeln mehr als 1000 Worte sagt, ist die Zufriedenheit unserer Bewohner der Maßstab für unser Handeln. Wir messen unsere Arbeit nicht an den Noten, die wir erhalten, sondern an dem individuellen Wohlbefinden der Bewohner, die hier bei uns im Hause leben. Dieses Ziel können wir nur mit Mitarbeitern erreichen, die Spaß an ihrer Arbeit haben. Sie sind das Fundament unseres Unternehmens. Deshalb setzen wir gerade bei unseren Auszubildenden auf eine erlebnispädagogische Ausbildung. Wir beschäftigen mehr als 400 Mitarbeiter und betreuen rund 800 Menschen und das rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Keine Frage, unserer Branche stehen schwierige Zeiten bevor, doch wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und stellen uns diesen Herausforderungen. Ich möchte die Zukunft der Altenpflege mitgestalten. Die wachsenden Anforderungen, die unser Berufszweig erfahren wird in Zukunft, sind bis heute nicht gelöst. Wir werden mit weniger Pflegekräften mehr bewältigen müssen. Dafür brauchen wir neue Konzepte. Ich denke, die eine Idee, die wir für uns haben, ist, ein soziales Netzwerk auszubauen, Verknüpfungen mit anderen Anbietern auch zu finden und dadurch auch Synergien zu entwickeln. Damit sich unsere Kunden rundum wohlfühlen, arbeiten wir bereits heute schon vernetzt. In Baden-Württemberg hat das soziale Netzwerk Schau ins Land eine Vorbildfunktion und erhält bereits seit Jahren beste Bewertungen. Ist das nicht großartig? Wir haben hier viele tolle Unternehmen in unserer Stadt, die sehr erfolgreich sind. Sie kommen aus vielen unterschiedlichen Branchen. Dazu gehört zweifellos das Schau ins Land Altenpflegeheim. Wir sind stolz darauf, dass diese Unternehmen auch als Botschafter unserer Stadt auftreten. Und jetzt lade ich Sie ein, unsere Stadt und die Lebensqualität, die wir hier genießen, kennenzulernen. Willkommen in Pforzheim! Sagte Philipp Melanchthon bei seiner Gedenkrede auf Johannes Heuchlin, oberhalb von Speyer liegt die berühmte Stadt Pforzheim. Durch sie fließen Enz, Nagold und Würm, wo in reicher Zahl prächtige Goldforellen leben. Nun, wir wundern uns etwas über das Geografieverständnis des Humanisten, aber ansonsten hören wir das hier in Pforzheim gern und freuen uns, wenn er weiter schwärmt. Die Lieblichkeit des Ortes erhöhen dort, wo es in den Schwarzwald hineingeht, Ufer, Wiesen und die benachbarten Berge, sowie auf der anderen Seite fruchtbare Äcker und Gärten. Eine Stadt, in der sich drei Flüsse vereinigen, muss man lange suchen. Oder auch nicht, wenn man weiß, dass sie nicht gerade bei Speyer um die Ecke liegt. Hier nämlich, ziemlich genau zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Und zugegeben, etwas versteckt. Mitten im Wald eigentlich. Ganz ähnlich wie die Flüsse meandert die Natur in die Stadt hinein. Ziemlich logisch, dass es dann auch jede Menge Höhenzüge geben muss. Nagold und Enz fließen mitten durchs Stadtgebiet. Wasser
Wasserläufe und Uferlandschaften prägen das Leben in der Innenstadt. Das Dreispartentheater mit Schauspiel, Musik und Ballett ist ein wertvolles Stück Kultur, für das sich alle hier mächtig ins Zeug legen. In harmonischer Nachbarschaft, modernes Wohnen und zauberhafter Jugendstil. Dann ein schneller Sprung ins Jahrhundert davor oder einfach in den lauschigen Stadtteil Brötzingen. Kollegialer Besuch von nebenan. Gleich um die Ecke findet sich ein Jazzclub von Weltformat, das Domizil. Schlosspark, ein altehrwürdiger Ort, an dem es sich auch wunderbar feiern lässt. Und das mitten im Zentrum. Vom Wallberg aus ist nicht zu übersehen, wie viel Wald Pforzheim umgibt und durchzieht. Zum Beispiel hier im Nagoldtal, Ausläufer des Schwarzwalds, aber auch lichte Kiefernhaine auf Sandsteinfelsen. Nur ein kleines Stück flussaufwärts, das nächste Paradies für Romantiker. Hochkarätige Künstler kommen ins Kulturhaus Osterfeld genauso gern wie das Publikum aus der ganzen Region. Thank you.
Charmante Altbauten, angesagte Bars, schräge Läden. Die Nordstadt genießt vor allem bei Studenten den Ruf der heimlichen Altstadt Pforzheims. Gefeiert wird in coolen Lofts oder einfach auf der Dachterrasse. Melanchthon hatte recht. Er hatte ja sowas von recht. Thank you.